Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 von Europa Universalis 4. Ja, wir sind wieder drin. Wir haben letztes Mal hier unsere Flotte schön verloren. Ärgerlich, aber ist so, ne? Das ist doof gelaufen, aber was sollen wir da machen, ne? Kann man nicht so viel machen. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie es hier weitergeht. Was haben wir hier oben eigentlich? Provence ist da einmarschiert. Sehr interessant. Wie machen wir das jetzt? Gucken wir mal hier rein. Was ist eigentlich mit denen hier los? Können wir mit denen gut Freund werden oder so? Unruhe. Die Bretagne, die gehört doch zu Frankreich eigentlich. Aber die waren schon immer Einzelkämpfer wohl, ne? Die waren noch nie zufrieden, dass sie mit den Franzosen nachher zusammen sein mussten. Machen wir doch mal Einflussaktionen. Das wollen die alle nicht, ne? Beziehungsaktionen. Beziehungen verbessern. Ja, klar möchte ich einen Diplomaten senden, oder? Gut, was haben wir denn hier oben? Krieg ist klar. Eure Häfen werden blockiert, ist auch doof. Umkämpfte Nachfolger kennen wir schon. Und zu viele diplomatische Beziehungen, das ist auch doof, ne? Achso, wir müssen jetzt hier wieder... Ja. Wie sieht's denn mit dem Geld aus? Wir nehmen zu. 2,41. Okay. Ja, Flotte. Wir haben 0 Einheiten, wir haben 0 Einheiten, wir haben 0 Einheiten und nochmal 0 Einheiten. Das ist schlecht. Wofür ist das? Achso, wir haben 2, 3 Länder, die das machen können. Okay. Die bauen jetzt eine Kurve. Können die auch 2 bauen? Ja, dann machen wir 2, weil Transportschiffe brauchen wir auf jeden Fall. Tja, Bark. Da müssen wir mal einen dazu machen und hier haben wir noch eine frühe Karacke. Ich glaube, da nehmen wir auch noch eine bei. Aber das können die alle gar nicht da machen, oder? Beziehungsweise nicht genug Geld, wie sehe ich das? Okay, lassen wir erstmal so, ist ja okay. Ist das hier die Anzeige dafür? Ja. Gut. Besetzt durch die Provence. Und das hier von euch besetzt. Okay. Diplomatie. Frieden kann man mit denen nicht verhandeln. Die sind hier noch am Kämpfen, ne? Und die Mauern sind noch nicht kaputt, okay. Beziehungsaktionen gehen nicht, ist klar. Anspruch fingieren, haben wir den nicht schon? Den haben wir doch, oder? Ja.
Jetzt haben wir hier noch so ein paar Truppen, die hier alleine rumstehen. Jetzt sollten wir die mal sammeln. So, die darüber. Beziehungsaktionen gehen da gar nicht, weil wir ein Bündnis haben, ne? Warum ist das eigentlich immer hier unten und nicht irgendwie höher oder sowas? Um 100 Jahre im Krieg sind die gemeinsamen Verteidiger. Okay. Das ist unser Vasall, aber ich wäre ja zufrieden, wenn wir das mal einen könnten, nicht nur Vasallen haben, ne, oder? Bündnisaktion, Einflussaktion. Zugangsaktion. Ja, Flottenstationierung geht nicht, ist klar, ist Inland, ne? Wirtschaftsaktion. Wir haben eine Staatsehe mit denen. Okay. Feudalmonarchie. Das ist unser hier. Darlehen, ach, wir hatten auch ein Darlehen aufgenommen, ne? Okay. Darlehen können wir zu sagen. Ne, das wollen wir auch gar nicht, ne? Ach so, das geht gar nicht. Okay. Handel. Umschlagplatz. Wir lassen mal hier laufen, ne? Das sollten wir vielleicht mal tun. Dann passiert ja vielleicht auch mal was, ne? Wenn wir da so rumstehen, passiert natürlich nichts. Doofe Idee, ne? Diplomatische Technologie 3. Okay, nationale Idee ist erstmal hier am Steigen. Sieht man das eigentlich, dass es mehr wird? Nicht wirklich. Marktplatz und Dock. Ja. Tja. Ziele. Okay. Das machen wir ja schon. Die vertreiben wir da ja, ne? Ich weiß nicht, ob das hier oben noch der letzte ist, was frei muss, damit das vielleicht passt. Stabilitäts- Kriegsmüdigkeit. Hm. 160 Kolonialreichweite, auch gut. Kriegsmüdigkeit verringern, das kostet aber was. Diplomatische Macht. Kirche, ja, da hat man irgendwo so ein... Wie heißt der eh hier?
Tja. Untertanen, ja. Gute Untertanen, aber was bringt uns das alle, ne? Ich hätte gern ein großes Reich und nicht so viele kleine, ne? Aber man kann da ja nicht so viel diplomatisch bewirken, dass die, ne? Vasallen sind Vasallen, ne? Das ist. Ach, ein Diplomat wird benötigt dann. Aha, haben wir keinen. Oder der ist woanders unterwegs, sagen wir es mal so, ne? Tja. Quartiermeister. Wirtschaft, Erträge, kläglich, Aufwendungen. Ja, da kenne ich mich gar nicht aus hier mit dem Umschlagplatz. Was ist gut, was ist schlecht, ne? Technologie. Kann man einen Prozentsatz sehen? Ah, so das Datum läuft da. Und die Macht läuft vor sich am 21. Dezember, am 22. Dezember durchzuführen. Alles klar. Das dauert dann noch länger, ne? Hier ist noch gar nichts. Okay, da können wir ja sogar draufklicken. Ich dachte, das geht gar nicht. Ja. Hatten wir da nicht was ausgesucht hier? Oder müssen wir das noch aussuchen? Administrative Ideen. Botschaft im Ausland. Ja. Administrative, da muss noch was passieren, aber was? Französisch ist die Hofsprache Europas. Na, sieht man, wie gut das ist, aber was bringt uns das? Was machen unsere Schiffe? Ja, kommen langsam voran, ne? Truppen. Wasserknappheit. Oh, die stehen dann da schon ziemlich weit vor. Genauso ist es. Dann haben wir die Balta. Was machen wir denn mit den Truppen hier? Gute Frage, ne? Vierer haben wir hier. Das sind ja mehrere Einzelarmeen, die können wir doch zusammenlegen dann, oder? So, das ist jetzt eine Einheit. Ich würde die mal gerne hier hinschicken. Und die würde ich da hinschicken. Hier unten ist die Bourbonnaise mit ihren Truppen. Okay, da brauchen wir uns jetzt nicht so unbedingt die Sorgen machen.
Auvergne läuft hier auch noch rum mit 10 Truppen. Was haben wir hier für welche? Armagnac. Die haben da insgesamt dann 9 laufen. Ja. Provence. Ich kontrolliere die Provence, ja. Geht denn da was? Nee, ne? Müssten wir da irgendwie hin. Aber wie will man, da kann man ja auch gar nicht verbessern in dem Sinne, ne? Weil das ist ja schon super, oder? Tja. Aber wir können ja mal gucken, dass wir... Gibt es da Rebellen in Cornwall? Geheimdienst. Rebellenunterstützer müssen wir aber einen Diplomaten wieder hinschicken. Auch schön, ne? Ach, was man alle machen kann da. So, was passiert hier? Nachschub ist jetzt auch schon eng. Die Mauer ist aber immer noch nicht kaputt. Warum nicht? Provence, was los? Kriegt ihr es nicht hin? Schiffe müssen auch langsam wachsen hier. Ja, diese Runde haben wir jetzt nicht so viel geschafft, ne? Aber wir müssen auch gerade ein bisschen stillhalten, glaube ich. Also natürlich 20 Schiffe, wir haben sie hier unten stehen, 25. Das ist ja krass, ne? Ja. Die Mauern sind noch nicht kaputt. Zweier Turm. Ja, gut. Da müssen wir uns nächstes Mal doch mal überlegen, was wir dann machen, weil... Wir haben jetzt nur so ein bisschen hinter der Dingens hinterher getraut und ein bisschen im Menü rumgeguckt. Aber so richtig voran sind wir jetzt nicht gekommen. Ich will mal gucken, dass wir das dann in der nächsten Runde machen, ne? Okay. Partei desertieren, das ist doch schön. Ja, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.